Tja, und jetzt kann ich da so reden. Weil ich könnte mir genauso gut da einblenden, dann schaue ich da hinein. Ja, sieht man das so? Da schaue ich hinein oder ich schaue da hinein. Die Spielregeln bei so einer Videokonferenz, die sind fast noch ein bisschen strenger, als wenn man sie so im normalen Gespräch kennt oder im Klassenzimmer. Ich sage immer, grundsätzlich sind sie alle stumm geschalten, weil dann hat jeder die Möglichkeit, da Finger zu knacksen, auf dem Tisch herumzutrommeln oder sonst mit der Mama irgendwas zu reden im Hintergrund. Und das stört die anderen nicht. Das ist aber schon fein. Wenn jetzt jemand sich denkt, ah, Mann, mich kratzt da im Ohr und das sollen die anderen nicht sehen, dann schalte ich mal halt kurz die Kamera aus. Dann kann ich da genüsslich im Ohr herumkratzen. Und wenn ich dann wieder fertig bin damit, oder Nasenbohren, geht auch gut, gell? Manche Leute tun auch gerne Fingernägel kauen oder was, das sollten wir jetzt im Moment eh nicht tun. Aber wenn ich damit fertig bin, schalte ich mir das Video wieder ein. Kleine Anekdote: Einer hat sein Mikrofon nicht stumm geschalten gehabt und hat dann mit die Finger geknackst. Gell? Das hat sich angehört, als ob da ein Wald gefällt worden wäre. Also deswegen ist dieses Stummschalten recht wichtig. Und wenn jemand wirklich was sagen will oder eine Frage hat, gell, dann kann man das eben nutzen, dass man sagt, entweder in der Handy-App, drück auf der kleines Handsymbol da unten oder sag da R wie Raise, dann sehe ich das dann nämlich, du möchtest was fragen und dann kann ich bewusst sagen, ja, Biber, sag was. Und der kann dann Leertaste drücken, die Frage stellen, Leertaste loslassen und ich kann darauf reagieren. Man sollte sich halt immer überlegen, ist es wirklich notwendig, dass ich da eine Videokonferenz mache? Das muss da wirklich sehen müssen. Oder reicht manchmal nicht einfach eine Telefongruppenschaltung oder eine Massenmail? Weil, wie schon gesagt, was tue ich mit Leuten, die kein Webcam haben? Was mache ich mit Leuten mit einer schlechten Internetverbindung? Oder wenn sie noch einen schlechteren Laptop haben als wie ich da? Die werden dann ausgeschlossen von sowas. Aber in dem Fall sage ich jetzt ganz einfach, und das war auch das Feedback, das ich gekriegt habe, wenn wir uns da sehen, dann empfinden sie das einfach fein, die Kinder. Einfach so die anderen wieder anschauen und wie die lachen und wie die ausschauen und wie sie sich benehmen und was sie für Gewand an haben. Und wir genießen da einfach diese halbe Stunde, dass wir uns so treffen als Gruppe und erzählen, wie es uns geht und was so passiert. Da macht natürlich eine Videokonferenz schon Sinn. Ich hoffe, ich habe da ausreichend was erklären können, wie man mit dem Jitsi umgeht. Wie ihr gesehen habt, das ist keine Hexerei, das geht im 0, nix. Wichtig ist, dass sich alle da an die Spielregeln halten. Ich habe die vorher einfach an alle ausgeschickt und wie sie die Aufgabe gekriegt haben, sich vorzubereiten für die Videokonferenz, da haben sie dann schon gewusst, dass das mit dem Stummschalten so funktioniert. Na dann, wünsche ich euch auch viel Spaß, das zu verwenden. Und sollte irgendjemand Fragen oder Anmerkungen haben, schreibt es einfach. Ha, jetzt kann ich das einmal machen. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und vielleicht verlinke ich euch noch da oder wo auch immer das hinkommt, die eine Datei, die ich da zusammengeschrieben habe, damit ich das einmal ausprobiert habe. Na dann, viel Spaß und bis zur nächsten Konferenz. Gut, dann legen wir da auf. Einfach auflegen. F11 drücken, dann habe ich da wieder meinen Browser. Dann kann ich das zumachen. Und Schluss und das Fenster zu. Und dann gehe ich auf meinen Screen Recorder und sage einfach Passt, Aufnahme speichern. Jetzt. Tja, man hat das schon gesehen, da rechts oben. System zu 100% ausgelastet. Na dann, probiert es aus. Vergessen. Video aus. Ah, wie juckt's im Auge, genau da, wo man nicht hingreifen soll, gell?